Gerhard Blaboll begrüßt Sie zu einer weiteren Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Du und Du. Hier erfahren Sie interessante Neuigkeiten, bisher noch nie Erzähltes und sehr Persönliches von Schauspielern, Kabarettisten, Sängern, Schriftstellern, Musikern, Malern, Bildhauern, Karikaturisten und anderen Kulturschaffenden Österreichs, durchmischt von der Lieblingsmusik der jeweiligen Gäste. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, und freue mich, dass Sie wieder bei uns mit dabei sind. Wir haben heute einen Gast bei uns, da müsste man eigentlich die Sendung beginnen mit Es war einmal. Aber wir beginnen nicht mit Es war einmal, wir beginnen mit Es ist soweit. Volke Tegetthoff ist bei uns zu Gast. Servus, Volke. Servus. Volke, du hast etwas geschafft, was vor dir meines Wissens noch niemand geschafft hat in Österreich, nämlich das Märchen als Literaturgattung, als Erzählgattung für Erwachsene interessant und salonfähig zu machen und die Menschen dazu zu bringen, zu deinen Märchenerzählungen zu kommen und ihnen aktiv zuzuhören. Wie hast du das geschafft? Tja, es ist ein relativ schwieriger Weg gewesen. Als ich 1979 mein erstes Buch veröffentlicht habe und zum ersten Mal als Märchenerzähler auf der Bühne gestanden bin, da war das so, als ob ich gesagt hätte, ich komme gerade vom Mond. Es war damals das Erzählen, es war das Märchen, man kann es wirklich so sagen, es war tot. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich ein ganz großes Problem gehabt habe, einen Verlag zu finden, weil mir alle Verleger geantwortet haben, Märchen, das interessiert sich niemand dafür. Das ist eine alte Sache. Neue Märchendichter braucht man nicht. Wir haben die Alten, wir haben Grimm, wir haben Andersen, wir haben die Märchen von Oscar Wilde. Und außerdem, wenn man Märchen schreiben will, dann muss man alt sein. Und ich war damals 25. Aber ich habe das mit sehr großer Konsequenz und mit sehr großer Disziplin einfach, ja, ich war davon so überzeugt und habe das eben mit dieser Überzeugungsgabe, glaube ich, verstanden, den Menschen nahezubringen, dass Märchen das ist, was jederzeit eine Gültigkeit hat, was jede Gesellschaft, jede Zeit ganz dringend benötigt hat. Darum hat das Märchen ja auch tausende von Jahren überlebt und ist heute nach wie vor eine ganz gültige Kunstform, Kulturform. Und es war ganz einfach halt aufgrund der Entwicklung 1979, das Fernsehen war am Höhepunkt, Radio war schon wieder fast am absteigenden Ast. Die elektronischen Medien kamen langsam auf. Das alles hat dazu beigetragen, dass die Urform, nämlich das Erzählen, damals halt sehr zurückgedrängt war. Und ich habe das eben versucht, auf eine ganz zeitgemäße Art und Weise zu machen. Ich war nie jetzt esoterisch. Sehr, sehr viele meiner Kollegen, und ich sage das jetzt ohne eine Wertung, dieses Wort esoterisch, sind halt mit Zwergerln auf die Bühne gekommen oder haben davon erzählt, dass sie am vorigen Wochenende Feen im Wald getroffen haben. Ich war weder nostalgisch, dass ich gesagt habe, nur die Grimmschen Märchen existieren oder haben eine Berechtigung, sondern ich habe gesagt, Märchen ist was ganz Zeitgemäßes. Und es muss, jede Gesellschaft und jede Zeit muss seine Märchen hervorbringen. Und das ist auch eine historische Entwicklung. In dem Augenblick, wo die Menschen begonnen haben, die Märchen aufzuschreiben, wurden die Märchen ihrer Entwicklungsmöglichkeit beraubt. Sie wurden tausende Jahre nur mündlich weitergegeben. In dem Augenblick, wo sie niedergeschrieben wurden, musste sich das Märchen sozusagen neu erfinden und kam wieder als Kunstmärchen. Sprich Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, Hermann Hesse. Und dann hat begonnen, jeder Schriftsteller, der etwas auf sich hält, auch ein Märchen einmal zu schreiben. Und das, was bei mir anders war und was sicher dazu beigetragen hat, dass ich halt heute als Marke für das Märchen stehe, war, dass ich gesagt habe, ich mache nichts anderes. Also ich war der Erste, der gesagt hat, nein, ich bin Märchendichter, ich bin Märchenerzähler, ich mache nur das. Und nicht jemand, der gesagt hat, ja gut, ich schreibe Romane und ich mache das und mache halt auch Märchen. Und das hat sicherlich auch ausgemacht. Du verstehst dich ja in erster Linie als Schriftsteller, in zweiter Linie als Erzähler.
Ist es damit der Widerspruch, wenn du die Märchen schreibst, bringst du sie automatisch zum Kunstmärchen und weg vom neu entstehenden Volksmärchen, oder? Klar, also ich habe das auch immer ganz deutlich gesagt, ich bin Kunstmärchendichter, ich arbeite ich arbeite wie Hans Christian Andersen, der einfach Märchen erfunden hat, und es war für mich klar, als ich begonnen habe, mich mit der Tradition des Kunstmärchens auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, war es klar, dass ich sie auch erzählen will oder erzählen muss. Märchen sollten erzählt werden, aber eben anders als der Volksmärchenerzähler, der nimmt der Volksmärchen her und interpretiert es und erzählt es immer anders. Der kann auf die Bühne gehen und heute so und morgen so erzählen, während meine Märchen müssen immer ganz genauso erzählt werden, wie sie in meinem Buch stehen. Aber ich schreibe in einer erzählenden Form, also es kommt drüber, als würde ich es erzählen. Das hat aber auch sicher dazu beigetragen, dass ich das Märchen für Erwachsene mehr oder weniger im Alleingang wiederbelebt habe, weil das etwas Zeitgemäßes ist, weil ich in einer zeitgemäßen Sprache erzähle, spreche und nicht in dieser antiquierten Form. Also als Beispiel, also ein sehr gutes Beispiel, mein neuestes Buch, das jetzt im Mai erscheint, Niederösterreichische Sagen. Seit fast 50 Jahren gibt es keine Sagensammlung mehr aus Niederösterreich. Und ich habe den Auftrag bekommen von einem Verlag, die zu schreiben. Und auch das ist eine völlig neue Interpretation. Ich nenne sie Reloaded. Also wirklich neu aufgeladen. Und da an diesem Buch erkennt man ganz deutlich, welche Kraft das Kunstmärchen entwickeln kann mit einem alten Stoff. Also ich nehme einen alten Stoff her, aber ich erzähle es vollkommen neu. Und ohne, dass ich jetzt aber Raketen, Autos oder Raumstationen einfüge, sondern so mit den Attributen aus dem Mittelalter, aber eben völlig neu erzählt und auf eine zeitgemäße Art erzählt. Zeitgemäße Art bringt uns zum ersten Lied, das du ausgesucht hast. Du hast den ganzen Schwung ausgesucht. Unter anderem hast du von Pharrell Williams Happy. Und das läuft ja jetzt rauf und runter in allen Stationen. Und ich denke mir, das wäre was Zeitgemäßes für jetzt, oder? Ja, also ich liebe dieses Lied. Es ist sowas Positives. Und was ich besonders mag, und das ist ja auch der Clou dieses Liedes, dieses 24-Stunden-Video, dass man Leute dazu bringt, jetzt Nachfolgend in der ganzen Welt dazu bringt, dieses Lied nachzutanzen. Es gibt ja inzwischen Tausende von Städten im Internet, von Jerusalem, Tel Aviv, über Graz, Wien, Hamburg, also überall, wo einfach Leute auf die Straßen schauen und das tanzen. Und ich finde es einfach immer fantastisch, wenn solche Ideen entstehen. Also jetzt abgesehen von dem Lied, das ich großartig finde, fantastisch interpretiert, super geschrieben, gescheit geschrieben, einfach ein totaler Ohrwurm, finde ich es ganz fantastisch, dass aus solchen Dingen sowas entstehen kann, dass plötzlich Menschen sagen, das Lied ist toll, ich präsentiere jetzt meine Stadt oder mein Dorf oder was auch immer mit dem Lied. Das ist einfach unglaublich. So, jetzt sind wir happy. Wenn man in deine Biografie reinschaut, sieht man eine Geschichte, wo man nicht weiß, ist man in einem Märchen oder nicht. Da geht's was von einem brennenden Christbaum, da geht's was um ein Buch, das zu verbrennen droht, um einen jungen Buben, der das Buch rettet, und das sollst du gewesen sein. Ist da irgendwas Wahres dran oder ist das einfach nur gut erfunden? Nichts, was ich schreibe, selbst meine Märchen sind erfunden. Auch das ist ein wesentliches Merkmal, das auch schon Hans Christian Andersen gesagt hat, ein gutes Märchen kann man nicht erfinden, das kann man nur leben. Die Geschichte, wie ich zum Märchendichter geworden bin, ist eine ganz wahre Geschichte, die am 24. Dezember 1964 beginnt mit einem brennenden Christbaum, wo alle meine Geschenke verbrennen, bis auf ein Buch, was an sich ein Wunder ist, weil das hätte als erstes verbrennen müssen eigentlich. Und für mich als damals Zehnjährigen war dieses Buch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren ein materialisiertes Wunder. Ich habe natürlich nur intuitiv gewusst, dass dieses Buch etwas Besonderes für mich zu bedeuten hat. Ich habe es ganz einfach als etwas Besonderes angenommen, so wie ein Mädchen eine Puppe hat und sie überall mit hinschleppt. Die Buben machen das nicht so sehr, aber Mädchen haben das, die schleppen die Puppe dann überall mit hin. So habe ich das Buch überall mitgeschleppt. Und es war für mich einfach ganz wichtig. Und dann gibt es einen Schnitt. Es war natürlich dann in der Pubertät und Entwicklung, größer werden, älter werden, vergessen oder nicht mehr wichtig. Und der Schnitt ungefähr 10 Jahre später, 11 Jahre später, als ich gerade zurückgekommen bin aus Ibiza, wo ich ein Jahr gelebt habe, wo ich beschlossen habe, Schriftsteller zu werden,
wie sich der kleine Maxl es halt vorstellt, indem er sich eine Schreibmaschine kauft, sich am Schreibtisch setzt und sagt, ich bin ein Schriftsteller. Und ich bin damals in Hamburg und habe dort begonnen mit meinem Bruder, der ein Schlagerstar ist, zusammenzuarbeiten als Roadie. Das heißt, ich bin mit auf Tourneen gefahren, also niedrige Dienste habe ich da geleistet. Und habe nebenbei aber begonnen, für ihn Schlagertexte und Liedertexte zu schreiben. Das ist der Johnny Hill, ne? Genau. Eines Tages war ich mit ihm bei der Plattenfirma. Und da hat er erzählt, dass er einen Bruder hat, der da gesessen ist auch, und der halt sich als Schriftsteller versucht. Und da haben mich die also gefragt, so eher belustigt, ja, sie suchen gerade für eine Langspielplatte, sollten ein paar jugendliche Zuhörer dabei sein jetzt, das ist der Vorgänger von der CD, sie suchen für eine Langspielplatte ein Hörspiel-Märchen. Und ob ich das nicht schreiben kann. Und ich habe gesagt, klar kann ich das, super, mein erster Auftrag. Habe keine Ahnung gehabt, was ein Märchen ist. Und bin nach Hause in das Zimmer meines Neffen, der nur 10 Jahre jünger ist als ich. Mein Bruder ist um vieles älter. Und habe nach einem Märchenbuch gesucht, damit ich überhaupt schauen kann, was ist denn das überhaupt? Jetzt als 24-Jähriger. Und erstarre, als ich vor dem Buchregal stehe, weil dort sehe ich mein Buch aus meiner Kindheit. Ich habe sofort erkannt an der angesenkten Ecke, habe es aufgeschlagen, es waren die gesammelten Märchen des Hans-Christian Andersen. Ich habe es gelesen, die ersten 10, 15 Seiten, jetzt als mit den Augen eines Erwachsenen, und habe gewusst, ich bin Märchendichter. Ich habe mich hingesetzt und habe mein erstes Märchenbuch geschrieben, das dann knapp 9 Monate später veröffentlicht wurde. Und gelebt hast du in der Zeit als Rode für deinen Bruder oder hast du irgendwo noch einen Brotberuf gehabt oder hast du von zu Hause aus genügend mitbekommen, dass du die ersten Durstjahre als Schriftsteller überstehen kannst? Naja, weder noch. Also ich habe nach der Matura begonnen, Medizin zu studieren, habe aber nach dem ersten Abschnitt, ich war da ganz gut unterwegs, ein ganz spontan Erlebnis gehabt, so wie damals, als der Christbaum abgebrannt ist. Ich bin eines Morgens aufgewacht und wusste, das kann nicht so weitergehen. Ich war in einer ganz etablierten Situation. Bürgerliches Haus, behütet, Freundin seit 6 Jahren, gut unterwegs im Studium. Also ich konnte die nächsten 40 Jahre einfach ganz deutlich absehen, wie das werden wird. Ich bin an diesem Morgen aufgewacht, bin aufgestanden, habe 2 Briefe geschrieben, einen an meine Freundin, einen an meine Mutter, habe eine Situation geschildert, habe meine Koffer gepackt und bin auf den Hauptbahnhof in Graz gefahren, bin dort in den ersten Zug eingestiegen, der abgefahren ist. Zum Glück ging der nicht nach Sarajevo, sondern nach Venedig, und so fand ich mich in Ibiza wieder. Ich konnte mir das erlauben, weil ich während meiner Studentenzeit 3 Jahre, 3 Sommer hindurch in Deutschland, in Kiel, am Schiff gearbeitet habe, als Steward, und dort wahnsinnig viel Geld verdient habe. Und damit konnte ich nicht nur ein ganzes Jahr immer leben, sondern habe mir sogar noch was ersparen können. Und mit diesem Geld bin ich nach Ibiza gefahren. Und das hat gerade ausgereicht. Und ich dann in Hamburg war, hat es, wie gesagt, 9 Monate gedauert, bis mein erstes Buch erschienen ist. Da habe ich ein bisschen was verdient mit meinem Bruder, der mich also bezahlt hat. Als dann das erste Buch erschienen ist und meine ersten Auftritte als Märchenerzähler stattgefunden haben, konnte ich eigentlich vom ersten Moment an davon leben. Also ich habe keine Groschen von zu Hause bekommen. Ich habe mit 18 ganz bewusst gesagt, ich möchte nichts mehr, keine Groschen mehr von euch haben. Und ich musste auch nie in irgendeinem anderen Beruf arbeiten, der mir keinen Spaß gemacht hat. Das ist eines meiner ganz großen Glücke meines Lebens. Deine Freundin und deine Mutter, wie haben die reagiert auf die beiden Briefe? Ja, natürlich, meine Freundin konnte sie überhaupt nicht fassen, weil am Vortag war noch die große Liebe. Sie hatte nicht aufgehört, die große Liebe, also überhaupt nicht. Sie war nur in ein anderes Stadium eingetreten. Also es ging auch nicht weiter dann mit dieser Freundin, das war aus. Aber das war mir bewusst. Also ich wusste, keine Ahnung, durch welche Eingebung das kam, aber ich wusste in diesem Augenblick, ich habe mein Leben zu verändern. Ich würde nicht glücklich werden, wenn das so weitergeht. Und meine Mutter hat das natürlich verstanden. Ich war derjenige in der Familie. Ich habe 4 Geschwister und alle 4 haben einen künstlerischen Beruf. 2 davon haben auch davon gelebt oder leben davon oder haben davon gelebt. 2, meine beiden Schwestern, die haben das nie wirklich ausgeübt, sondern haben das halt dann eher hobbymäßig betrieben.
aber ich war sozusagen derjenige, der die Ehre der Familie retten sollte, indem ich halt Medizin studiere. Und sie hat dann einfach halt gesagt, ja, okay, es ist, ja, sie hat die Hoffnung aufgegeben. Und dann gesagt, naja, der Fünfte ist jetzt auch so. War dann natürlich doch sehr glücklich, dass es auch bei mir geklappt hat. Musikalisch passen da die Beatles drauf mit It's Time to Say Goodnight, oder? Ja, eines meiner Lieblingssongs. Ja. Es ist eine wunderschöne Ballade, die mich durch meine ganze Jugend begleitet hat. Also es ist einer meiner Highlights aus dem weißen Doppelalbum der Beatles. Close your eyes. Bei dir geht's jetzt aktiv weiter. Im Juni hast du ein Erzählfestival. Was muss man sich unter einem Erzählfestival vorstellen? Ja, Fabelhaft Niederösterreich gibt's seit 8 Jahren. Das Festival gibt's seit 28 Jahren. Wir sind das zweitälteste Festival, Erzählkunstfestival der Welt. Das einzige in Österreich, das größte in Europa und sicherlich eines der bedeutendsten weltweit. Die Idee vor 28 Jahren entstanden, anlässlich meiner ersten Tournee in Israel, wo ich anschließend dann gesagt habe, ich möchte die vergessene Kunst des Erzählens hier in Österreich in einem großen Rahmen präsentieren, mit Hilfe von Erzählkünstlern aus der ganzen Welt. Das war die Idee. Der Background war ganz einfach der, dass ich gesagt habe, man kann fremde Kulturen, Andersdenkende, Andersgläubige, Andershandelnde mit nichts besser und offener präsentieren als durch Geschichten. So war das Jahrtausende. Und dieses Konzept ist also wirklich voll aufgegangen in diesen 28 Jahren, kann ich sagen. Denn wir haben in diesen 28 Jahren über 80 Erzählkünstler aus 21 Ländern da gehabt, von allen Kontinenten, und wir haben so wunderbare Momente gefeiert, wie einen israelischen Erzähler gemeinsam mit einem palästinensischen Erzähler auf einer Bühne. Das Besondere an Fabelhaft, also jetzt heißt es Fabelhaft, das Besondere an Fabelhaft an unserem Festival ist, dass wir zum Beispiel an einem Abend, das ist unsere Galas, die heißen die Lange Nacht der Märchenerzähler, die inzwischen schon wirklich legendär geworden sind, dass wir an einem Abend 7 ganz unterschiedlichste Erzählkünste präsentieren. Also das geht vom klassischen Erzähler aus dem Orient bis hin zu einem amerikanischen Erzähler, der einfach so erzählt, als würde er gerade mit seiner Großmutter ein Gespräch führen, bis hin zu einer Italienerin, die mit den Füßen erzählt, bis hin zu einem Franzosen, der nur mit Geräuschen erzählt. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren noch sehr viel Nonverbales dazugenommen. Wir haben das Ganze erweitert, eben auf erzählende Künste, was nicht nur der klassische Erzähler, wie ich einer bin, oder wie der Helmut Wittmann einer ist, sondern eben ausgeweitet auf eigentlich alles, was eine Geschichte erzählt. Und das ist eigentlich alles. Also auch sehr viel Musik. Und das Besondere daran ist, dass wir haben wirklich fantastische Musiker von Weltruf, die zu uns kommen, zu einem Bruchteil des Honorars, das ist normalerweise bekommen, weil wir sie als solitäre Erzähler auf der Bühne präsentieren. Die sind normalerweise eingebettet in ein Orchester, oder spielen mit einem Orchester, mit einem Trio, oder selbst wenn sie Solo spielen, sind sie als Musiker auf der Bühne. Bei uns sind sie als Erzähler auf der Bühne, und das lieben die. Weil sie sagen, diese Gelegenheit haben sie nirgendwo, nur bei uns. Und das Besondere ist wirklich dieser unglaubliche Reichtum an unterschiedlichen Erzählformen. Da kennen wir erst, welche Möglichkeiten das Erzählen eigentlich in sich trägt. Also bei Nonverbalen und beim Musikalischen kann ich mir das ja ganz gut vorstellen, aber wie machen deine internationalen Erzählergäste ihre Erzählungen? Versteht das österreichische Publikum gut genug Englisch? Ich nehme an, das wird in Englisch vorgetragen, oder sprechen die auch Deutsch? Nein, wir waren in den ersten Jahren fast 75% englischsprachig. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt durch Niederösterreich, wo man mich gebeten hat, ich soll mehr Deutsch machen. Darum mussten wir auch auf die erzählenden Künste ein bisschen ausweiten. Aber die Voraussetzung, um hier eingeladen zu werden als Erzähler, ist, entweder Deutsch oder Englisch zu erzählen oder nonverbal. Also das sind die 3 Sprachen, unter Anführungszeichen diese 3 Sprachen. Das funktioniert aber sehr, sehr gut. Also selbst das Englischsprachige ist auf eine derart plastische Art und Weise, dass selbst die nicht so gut Englisch können, dass sie selbst auch mitkommen können. Aber es sprechen so viele Menschen inzwischen Englisch, Gott sei Dank, es hat sich auch sehr gewandelt, dass es eigentlich nie ein Problem ist. Sprache ist nie ein Problem. Es erinnert mich daran, dass ich vor einiger Zeit in Indien gewesen bin. Ich war in Kalkutta eingeladen beim Schriftstellerkongress und habe dort vorgetragen, habe dort auf Österreichisch vorgetragen. Und am Abend sind wir ins Kino gegangen und ein Film ist dort gelaufen, der hat geheißen Three Idiots.
Und meine Frau und ich, wir haben uns gedacht, das ist ganz praktisch, das können wir uns anschauen, sind reinmarschiert. Und dann ist der Film auf Hindi gewesen. Nur ins Hindi sind ungefähr 200 Worte aus dem Englischen rezipiert worden. Die Zahlwörter haben es mit übernommen. Mhm. Und Idiot ist auch ein Wort, das halt ins Hindi jetzt eingeindigt worden ist. Ja. Wir haben den Film trotzdem verstanden, es war halt sehr Bollywood-Klamauk. Ja. Aber kann man das ungefähr so vorstellen, dass man das dann trotzdem auch versteht, wenn man sich des Englischen nicht so gut zurechtfinden kann? Ja, also es geht, und das sage ich immer wieder, gerade beim Erzählen geht es hauptsächlich um die Atmosphäre, die der Erzähler zu verstrahlen imstande ist. Das ist, wer es noch nie erlebt hat, kann sich es eigentlich sehr schwer vorstellen, wenn man meint, na, es ist entweder sind es Omas oder Opas, die da auf der Bühne sitzen in einem Lehnstuhl und Geschichten erzählen, oder weit gewanderte orientalische Erzähler, auch so ein klassisches Klischeebild, das man kennt vom Marktplatz von Marrakesch. Das alles ist es nicht. Also 99% unserer Erzähler gehen ohne Kostüm auf die Bühne, gehen einfach in Straßenkleidung auf die Bühne. Und die Atmosphäre ist eben, dass der Erzähler es schafft, anders als ein Schauspieler, als Kabarettist, es schafft, jedem im Publikum das Gefühl zu vermitteln, er erzählt ihm persönlich die Geschichte. Das kann eigentlich nur der Erzähler, weil der Erzähler ganz direkt, mit direktem Augenkontakt, ganz direkt auf das Publikum einwirkt. Also anders als wie zum Beispiel der Schauspieler, der in ein schwarzes Loch hineinspricht und in seiner Rolle gefangen ist. Der kann nicht abweichen von seinen Dialogen, während der Erzähler kann das. Also der Erzähler, auch ich mache das, obwohl ich in meinen Märchen ja auch, unter Anführungszeichen, gefangen bin. Auch ich kann einwirken auf das Publikum. Ich kann auch meine Worte verändern. Ich kann etwas Unerwartetes einbringen. Das kann eigentlich eben nur der Erzähler und sonst keine andere Form. Es ist ein bisschen zu vergleichen mit der Improvisation beim also Jazz, obwohl auch da die Improvisation ja ganz bestimmten Gesetzen zu folgen hat, während wir folgen keine Gesetzen, nur dem Gesetz der Kommunikation. Und das ist, ich schaue, was spielt sich da unten ab. Ich gehe auch, also früher zumindest war es so, jetzt ist es ein bisschen anders, aber früher war es so, ich bin ohne fixes Programm auf die Bühne gegangen. Ich habe geschaut, wie ist das Publikum, und habe dann versucht, mich auf das Publikum ganz einzustellen und habe aus meinem Fundus der Geschichten dann spontan auf der Bühne gewählt, was erzähle ich. Damit das Publikum dich wirklich versteht, unterrichtest du das Publikum ja auch im Zuhören. Ja, es hat eine weitere interessante Wandlung stattgefunden vor 8 Jahren. Es war anlässlich, da ist eine weitere Gemeinsamkeit, anlässlich meiner ersten Tournee in Indien, die ich gemacht habe, bin ich durch eine plötzliche Eingebung, ich kann es nicht anders sagen, es klingt esoterisch, soll es aber nicht sein, es war einfach so, auf das Zuhören gekommen. Das heißt, ich habe plötzlich entdeckt, welche Bedeutung das Zuhören hat. Ich habe mich natürlich als Erzähler, muss man sich mit dem Zuhören auseinandersetzen, aber es hat nie so eine Bedeutung gehabt, dass ich jetzt gemeint habe, ich muss mich jetzt ein Jahr damit theoretisch beschäftigen damit. Das ist eine klassische Sache, Zuhören ist etwas so Gewöhnliches, wir haben das so zur Gewohnheit verkommen lassen, dass wir eben nicht darüber nachdenken, was ist das eigentlich. So wie wir nicht darüber nachdenken, wenn man heute in einen dunklen Raum gehen, ist es für uns selbstverständlich, einen Lichtschalter zu suchen und den anzuknipsen, und es werde Licht. Und dieser Augenblick in Indien hat mein Leben eigentlich komplett auf den Kopf gestellt, weil ich begonnen habe, mich intensiv mit Zuhören zu beschäftigen, und das Ergebnis war die Schule des Zuhörens, die ich entwickelt habe. Ein Programm, das eigentlich viel mehr eine Art Philosophie geworden ist. Und ich mache eigentlich seit 6 Jahren, das war so eine kurze Übergang, also einen kurzen Übergang noch, mache ich eigentlich nur mehr Auftritte mit dieser Schule des Zuhörens. Das heißt, ich mache fast keine normalen Märchen, Gastspiele mehr, wie ich es früher gemacht habe. Ich komme auf die Bühne und erzähle meine Märchen. Sondern es ist jetzt immer der Erzählvortrag, der in verschiedenen Varianten gestaltet wird, je nachdem, vor wem ich sitze. Für die Erwachsenen heißt es die Geschichte vom Erfolg. Und geht um das Wunder des Zuhörens. Und geht, ich versuche, die Menschen für das Zuhören zu sensibilisieren, zu erklären, aufzuzeigen, warum Zuhören eines der ganz großen Probleme unserer Gesellschaft geworden ist. Weltweit. Es gibt Gesellschaften, wo es noch besser ist, aber in der westlichen kapitalistischen Welt ist es eines der ganz massiven Probleme in jeglichem Bereich unseres Lebens geworden, vom Privatleben bis zum Berufsleben. Aus dieser Arbeit heraus ist auch mein erstes Sachbuch, das ich geschrieben habe, entstanden, 3 Sekunden, wie man in 3 Sekunden glücklich wird. Das ist natürlich kein klassisches Sachbuch, natürlich eine Mischung aus meinen Geschichten und Theorie. Aber es wird gehandelt als Sachbuch.
Und ich sehe es auch als Sachbuch, was für mich eine ganz logische Weiterentwicklung meiner Märchen war. Ich habe zuerst Märchen geschrieben, um die Menschen zu erreichen, und jetzt habe ich ein Buch geschrieben von der anderen Seite, nämlich, was muss ich tun, um gehört zu werden? Da würde ich sagen, du hast von Carl Jenkins ein Stück aus seiner Messe ausgesucht, und da empfiehlt sich das ganz aufmerksame Zuhören auch. Ja, ich liebe Carl Jenkins Musik, einer der für mich ganz großen zeitgenössischen klassischen Komponisten, der auch wirklich hörbar ist, sage ich jetzt einmal, den man sich anhören kann, also ohne dass man Ohrensausen kriegt. Und das ist eine Musik, die einfach dazu verführt, es zuzulassen, wirklich zuzuhören, ganz in sich hineinzuhören. Ja, eine wunderbare Messe. Volke, du kommst aus einer Familie, die dir zwei ungewöhnliche Namen für Österreich mitgegeben hat. Das Volke und das Tegetthoff. Das Tegetthoff kennt man ein bisschen, weil wenn man über den Praterstern marschiert, steht da wer herum. Ist der mit dir verwandt? Ja, ich komme aus der Familie des Admirals. Der Wilhelm von Tegetthoff ist mein Ur-Ur-Uronkel. Mein ungewöhnlicher Vorname ist eine Erinnerung, eine Reminiszenz meines Vaters. Ich habe einen sehr alten Vater gehabt, 1905 geboren, der während des Ersten Weltkrieges von seiner Familie zu einer Verwandten nach Schweden geschickt wurde. Er hat dort also seine Kindheit und Jugendjahre verbracht, die waren insgesamt 4 Jahre dort, und hat mir dann als Letzten, keine Ahnung warum gerade mir, warum nicht dem Ersten schon, als Geschenk einen schwedischen Vornamen beschert, den Volke. Mit F. Vielleicht hat er sie bei deiner Mutter nicht durchsetzen können früher. Das mag sein, genau. Du selbst hast ja auch eine große Familie. Ja, wir haben 4 Kinder. Ich bin mit einer Holländerin verheiratet, die mit 12 Jahren nach Österreich gekommen ist. Wir haben 4 Kinder von 28, 27, 25 oder 21 Jahre alt. 3 Mädchen, ein Bursche, die inzwischen schon natürlich alle aus dem Haus sind. Und wir jetzt das große und herrliche Vergnügen haben, endlich wieder allein zu sein. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Väter, die ein großes Halleluja gesungen haben, als der Letzte endlich weg war. Naja, ich glaube, so alleine wirst du nicht sein. Und war das der Grund, ins Kloster zu gehen? Nein, das Kloster gab es vorher. Ich habe schon gesagt, mein Leben ist ein einziges Märchen. Ein gelebtes Märchen, daran glaube ich auch sehr. Wir sind, also ich habe von 1982 bis 1984 eine Welttournee gemacht, 2 Jahre lang. Als wir zurückgekommen sind, haben wir beschlossen, Kinder zu bekommen. Und die wollten wir nicht am Land aufwachsen lassen. Und ich habe durch eine unglaubliche Fügung auch wieder, sind wir zu einer alten Mühle gekommen, in der wir 6 Jahre gewohnt haben, wo die ersten 3 Kinder auch geboren wurden, in der Südsteiermark. Und dann durch ein weitere unglaubliche Füge, unglaublichen Zufall, konnten wir dann 2000 ein ehemaliges Kloster kaufen in der Südsteiermark. Und dort leben wir seitdem in der Nähe von Leibnitz. Ein wunderschönes und wirklich, ja, ein absolutes Märchenhaus, wirklich ein Märchenhaus. Und seit 4 Jahren habe ich mir wieder einen ganz großen Wunsch erfüllt, zum Teil, also zum Glück teile ich den auch mit meiner Frau. Wir sind beide totale Meerfanatiker und seit 4 Jahren leben wir meiste Zeit des Jahres in Piran am Meer. Und auch da wieder ganz komisch der Umstand, dort leben wir im Pfarrhaus. Volke, wenn man wissen möchte, wo du auftrittst, dann schaut man am besten auf deine Homepage, die ist sehr schön gestaltet. Wer macht die? Management, ja, habe ich das ganz große Glück, und ich kann es wirklich nur sagen, es ist ein Glück, dass meine älteste Tochter, die wir brav studieren haben lassen und die in Singapur studiert hat und die eine tolle Karriere hätte machen können, also sie hat jetzt ja nicht gemacht, aber sie arbeitet bei mir, ist jetzt vor 3 Jahren ganz bei mir eingestiegen und organisiert das Festival und betreut alle meine anderen Projekte und macht unter anderem auch meine Website, also sagt den Leuten, was sie zu tun haben, und betreut auch meine Facebook-Seite und das alles. Und es ist wirklich es kann nichts Schöneres sein eigentlich für einen Vater, als mit seiner Tochter zusammenzuarbeiten. Sie ist ja mit den Geschichten aufgewachsen, sie ist von ganz klein auf,
also vom ersten Jahr des Festivals an, sie ist gleich alt wie das Festival. Ich kann mich gut erinnern, sie ist als Baby zwischen der Bühne und zwischen den Sesseln herumgekrochen. Und alle unsere Erzähler, wir sind eine große Erzählfamilie aus der ganzen Welt, unsere Erzähler, kennen die Tessa als das Festival-Baby. Und es ist herrlich, dass sie jetzt mit mir arbeitet und sie macht das alles. Also tagetoff.at, da kann man ihr Werk bewundern. Danke, dass du heute da warst. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder auf der Wienwelle mit Künstlern auf Du und Du zuhören und wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit der Lieblingsmusik von Volker Tegetthoff. Auf Wiederhören. Danke sehr. Wieder. Das war eine weitere Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Du und Du. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie Lust bekommen haben, auch bei anderen Sendungen reinzuhören oder Sie uns einfach Ihre Eindrücke mitteilen wollen an gerhard.blaboll@aon.at. Bis bald, Ihr Gerhard Blaboll.